Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Crisis Core. Im letzten Part sind wir in Benora angekommen und haben auch erstmal festgestellt, dass wir überhaupt in Benora sind. Und dass Angeal, das beste Freund, von dem er geredet hat, Genesis ist. Der Sohn der wohlhabenden Familie hier. Deswegen hat er niemals von dem Baum gestohlen. Ja, wir sind zudem auf Angeals Mutter getroffen. Und Angeal hat sein Schwert zurückgelassen. Sie hat uns dann noch erzählt, dass Genesis vor etwa einem Monat herkam und angefangen hat, die ganzen Leute im Dorf umzubringen. Und dann kam Angeal, hat seine Waffe zurückgelassen und ist auch weggegangen. Nur was das soll? Fraglich. Angeal, wo steckst du nur? Was? Na, let's keep out ist kaputt gemacht. Okay. Genesis-Repliken. Activating combat mode. Ah. Das alle. So, jetzt. Ah, leider nicht. Jetzt. Einer von euch geht doch jetzt bestimmt drauf. Jawohl. Und den anderen kriegen wir dann ganz locker. Oh, sehr gut. Etwas abseits des Dorfes steht ja eine Fabrik. Ich habe gesehen, wie eine Replik dort hineingegangen ist. Meinst du, dass es ihr Hauptquartier ist? Höchstwahrscheinlich. Ich befinde mich auf einer Klippe oberhalb der Fabrik. Es wäre töricht, durch die Vordertür ins Haus zu fallen. Wir steigen von oben ein. Komm verzüglich hier rauf. Okay. Ich glaube, hier ist irgendwas. Keine Zeit. Ich will nur noch mal kurz gucken, ob hier noch mal irgendwo Truhen waren. Ich glaube aber fast nicht. Speichern können wir aber noch mal. Rein theoretisch sind wir auch ein Level gestiegen. Könnten gucken, ob neue Missionen für uns jetzt nur normal schwer wären. Aber das mache ich, wie gesagt, immer mal, wenn es passt. Irgendwie am Ende eines Partes oder zwischendurch. Ja. So, schön, dass der mich erstmal hat heilen lassen. Wunderbar. So. Schauen wir mal zu, dass wir auch zu Zen kommen. Das wird er vielleicht noch böse. So, nochmal Genesis-Repliken. Geht mir aus dem Weg. Ah, sehr schön. Beide im Gesicht. Erwischt. Und. Okay, wenigstens einen Schwertrausch, einen Schwerthieb. Eine Schwertkombo, so um was. Besser als nichts. Aber leider nicht zum beides zu erwischen. Au. Ist aber nett, dass du da voll in den Weg rennst. So. Und ein Soma erhalten. Okay. So, ich glaube, ich müsste jetzt da hoch. Und es bringt, glaube ich, auch nichts, wenn wir jetzt hier unten lang laufen. Weil ich glaube, ab hier werden wir jetzt abgeschottet. Den erwartet da oben. Meine Worte lauteten, komm unverzüglich hier rauf. Hast du mir nicht zugehört? Nur Anfänger dringen durch die Vordertür ein. Denk daran, dass dies eine Aufklärungsmission ist.
Ja, die Truhen da hinten sind momentan noch nicht für uns. Also einmal umgedreht. Und hier links entlang. So, was haben wir hier noch rumliegen? Eine High Potion, okay. Noch eine Mail. Diesmal von Lizard, unsere neue Richtung. Also einfach mal wieder ein bisschen Motivation von Lizard. Ist eine Soldatkämpfer. Er kümmert sich immerhin um die Leute. Das muss man ihm lassen. So. Aber jetzt halt beide. Und zwar auf einer ziemlich guten Position, dass er nämlich immer weiter draufhauen kann. Ah, und ein Siegfrott für mich leider nicht. Aber okay. Wie gesagt, ich habe sie eh gerade in einem sehr guten Muster. Insofern dürfte das nicht allzu lange dauern. Ja, aber ja. Wenn man es einmal so zusammen hat, ist es immer ganz gut. So, da wartet er schon auf uns. Hi. Stimmen wir das Gebäude? Genesis' parents were in that grave. Wait, he... his own family? We can't expect reason from him. What about Angeal? He wasn't at the house. But please, give me time. If I find Angeal, I can talk to him. If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. I understand now why Sephiroth chose you. Huh? Genesis and Angeal. Those two were Sephiroth's only friends. He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Time is short. Let's go. Das ist halt so eine Sache, die viele Leute an Crisis Core nicht mögen. Genesis und Angeal. Denn diese Charaktere sind natürlich nie in Final Fantasy VII aufgetaucht. Und ja, deswegen hatte man halt auch die Verbindung mit Sephiroth da in der Richtung her nicht. Und naja, fraglich halt. Auch wegen einer Szene, die später kommt. Geht ihr schon vor, ich kümmere mich um die. Es gibt einfach viele, die sagen, die Leute haben nichts mit Final Fantasy VII zu tun. Das ist halt alles nur noch Geldmacherei und bla und blub. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich meine, für neue Spiele, die in der Vergangenheit spielen, das gibt es nun mal einige Charaktere, die dann vielleicht woanders nicht mehr aufgetaucht sind. Immerhin haben sie es dann so weit durchgezogen, dass sie dann in den Nachfolgeteilen immer noch aufgetaucht sind. Wenn man jetzt auf Clash of Severus zum Beispiel ausgeht. Denn dort ist ja in der Geheimsequenz Genesis aufgetaucht. So. Zack, hier lang. Sei vorsichtig, Genesis Männer können überall lauern. Auf Deutsch Random Kämpfer. So. Materia. Vita. Und umgucken. Ich glaube, ich will erstmal. Dahinter wollte ich sagen. Ja, du. Auch ein Gegner, der ein bisschen nervig ist. Jetzt gerade zumindest nicht ganz so sicher bin, was genau seine Fähigkeiten waren. Einmal eine große Kanone, wie man sieht. Okay, man kann ihn aber auch kritisch treffen. Das vereinfacht zumindest schon mal einiges. Und nochmal eine Phasenmodulation. Die nicht hinhaut und mir auch sonst keine Vorteile gibt.
Ja, das war blöd gemacht von mir. Ja, der Kreis ist ein bisschen blöd abzuwehren. Okay. So. Selbst die Dinger halten halt so viel aus. Schlimm. War da hinten eine Truhe? Ja, war's. Habe ich's doch gewusst. Ja, 500 Gil. Das ist nicht unbedingt das Wertvollste, aber besser als nichts. Sondern es steht auch noch eine Truhe rum. Ich glaube, hier können wir teilweise die Kämpfe schlecht verhindern. Ja. Vielleicht, wenn ich ganz außen rumgehe. Nee, muss ja auf den Kampf aufpassen. Diesen Giftschweif möchte ich nämlich nicht unbedingt abbekommen. Ja, genau deswegen. Direkt gegen mich? Ne, ich hab nur Allheilmittel. Okay. Das wollte ich nur noch mal gucken. So. Jetzt geh bitte drauf. Oh yeah. So. Dann kaufe ich mir lieber mal ein paar Allheilmittel. Wenn jetzt solche Gegner kommen. Haben wir gerade genug Kohle. Nichts, um die sinnvoll zu investieren. So. Noch mehr Gegner. Leider auch so ein. Das könnte etwas nervig werden. Versuchen wir erstmal den Kleinen hier wegzuhauen. Müssen halt immer mal auf achten, was der andere macht. Au. Da war die Kampfmap zu Ende. Ich sehe gerade schlecht. Okay, wir sehen nochmal was von der ersten Mission. Und bekommen auch den Sturmangriff. Prove your honor to me. Rums. Jawohl, ja. So. Warum hat das den jetzt hier ordentlich getroffen? Wie ich die möglichst schnell weg habe. Ja, das ist gut. Die Gräser sind relativ passiv gerade. Und dann mal ein Eiszauber, aber nicht. Echt wenig. Ja, leider nicht nochmal. Und wir haben auch noch keine 5 Materia. Ah Gott, jetzt kommen auch noch mehr. Ach, jetzt habe ich auch den irgendwas eingesetzt. Verdammt! Okay, jetzt habe ich den sehr schön gerade hier im Kritischen. Leider nicht allzu lange, aber jetzt habe ich den hier dafür im Kritischen. Wunderbar, weg damit hier. Ja, er ignoriert uns einfach alle. Au, da habe ich jetzt nicht genau hingeschaut, dass der mich angreift. Auch wieder nichts. Nicht mal irgendeinen positiven Effekt oder sowas. Jetzt sollte ich erstmal das Ding kaputt machen. Ich glaube, es ist im Endeffekt fast egal, was ich mache. Boah. Ich frage mich, ob immer neue Truppen auftauchen, solange der große Kreisel da steht. Das würde einiges erklären.
Kann aber auch durchaus sein, dass es einfach eine festgelegte Anzahl gibt. Je nachdem macht das, was ich gerade tue, hier mehr oder weniger Sinn. Naja, mal schauen, ob uns Sephiroth hier helfen möchte. Nein, mal wieder nicht. Er lässt das lieber die Beschwörungen machen. Aber auch da kommt nicht zusammen. Und auch wieder kein Level-Up für eine Materie oder ähnliches. Einfach gar nichts für die Phasenmodulation gerade. Okay, und jetzt scheint doch keiner mehr zu kommen, also gibt es eine feste Anzahl an Leuten. So, jetzt nochmal Sephiroth. Nein, klappt wieder nicht. Aber immerhin steigt eine Materie auf. Der Krafthieb, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, irgendwie funktioniert er vielleicht auch. So übelst weggekloppt. Bringt nicht viel, wie man sieht. Denn ich konnte ihn nicht betäuben. Aber gut. Haben wir das auch. Zack, hier lang. Stehst du da rum mit deiner Pistole und tust nichts. Mann, Mann, Mann. So. Okay, da ist nichts weiter. Holen wir uns die Truhe da hinten. Man sollte hier auf jeden Fall darauf aufpassen, dass man möglichst alle Truhen mitkriegt, wenn man alle Truhen haben möchte. Im Endeffekt sind eh meistens Highlight-Items drin, insofern kann man auch manchmal drauf verzichten. Denn das ist einer der Orte, an die man später nicht mehr gehen kann. Sieht so aus, als würden die Repliken hier hergestellt. Schau im ersten Stock nach, vielleicht stehen es dort. Okay. Rein theoretisch sollte er es mitgekriegt haben bei dem Krach, der hier los ist. Ist das noch irgendwas hier Thronmäßiges oder so? Scheinbar nicht. Also speichern wir mal. Und schauen doch mal, was Genesis hier so vorhat. Infinite in mystery is the gift of the goddess. We seek it thus and take to the sky. Ripples form on the water's surface. The wandering soul knows no rest. Ich find ihn cool. Settle down. Zack, the puppy. The grave at the house. We found the remains of our people there as well. It didn't take much to have them send false reports. Just some mild threats. They would have done that anyway. At least your parents would have. My parents betrayed me. They had always betrayed me from the very beginning. What do you know? Die Sehzellen geht mal wieder zu Boden. Und da ist ein G. Welcome, Partner. Natürlich das Schwert genommen. I see. You finally made your decision. I'll respect your wishes, old friend. However, can you really live on that side? Angeo! Er hat auf jeden Fall sein Schwert auch wieder, also war er dann doch nochmal zu Hause. Darf ich da nochmal rein? Nein. Okay, Song lassen wir einfach da. Das passt schon. Na gut, dann würde ich aber auch sagen,
Wir machen noch ein bisschen weiter, weil viel haben wir nicht geschafft. Es ging viel durch die Kämpfe drauf. Insofern werden wir noch ein Stückchen weitermachen, bis wir aus Bannora hier rauskommen. Auch wenn das gut nochmal 10 Minuten dauern wird. Verdammt, wo sind sie bloß hin? Vielleicht. Ob sie die Fabrik verlassen haben? Scheinbar. Ah, natürlich werden wir sofort attackiert. Aber Zong hält auch relativ viel aus, immerhin. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen unverzüglich aufbrechen. Und die beiden? Suchen wir die nicht? Alles, was auf Fehlverhalten hindeutet, muss vernichtet werden. So will es die Firma. Ein Luftangriff wird das Dorf ausradieren. Bist du dir sicher, dass niemand in Angels Haus war? Beeilung! So, und jetzt kommt nämlich erstmal ein kleines Minispiel. Gleich, zunächst. Jetzt erstmal die Truhen hier holen, wie gesagt. Ein Luftangriff kommt, und das ist auch der Grund, warum wir hier nicht mehr herkommen werden, denn hier wird wirklich alles ausradiert. Weil Shinra das halt einfach so macht. Nett. So, jetzt kommt allerdings gleich ein kleines Minispiel, von dem ich keine Ahnung habe, ob ich das gescheit hinkriege. Und auch das könnte etwas dauern. Weil ich das vielleicht doch hinkriegen möchte. MP plus 20. Prozent. Möchte ich jetzt aber gerade ehrlich gesagt nicht unbedingt. So, das muss jetzt hier irgendwie starten. Genau. Dennis und seine Männer haben einen Angriff auf uns eingeleitet. Ach so, Witze? Und was tun wir jetzt? Drücke im richtigen Moment X, um die Geschosse mit deinem Schwert zu spalten. Was? Du darfst weder zu früh noch zu spät zuschlagen. Konzentrier dich. Meinst du, du schaffst das? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Orientiere dich am Zündgeräusch und der Farbe der Geschosse. Mehr kann ich dir im Moment leider nicht sagen. Das Zündgeräusch? Hör genau hin, es klingt so. Schlag zu, wenn du das Geräusch hörst. Aber denk auch an die Geschossfarbe. Es liegt ganz an dir. Ja, interessante Erklärung. Warum auch immer man jetzt sowas einbaut, aber... Okay, Zündgeräusch und Geschossfarbe. Ich muss Angels Mutter warnen, bevor der Luftangriff einsetzt. So, Steuerung. Das ist so ein kleines Minispiel, was sie einfach mal eingebaut haben. Warum auch immer. Aber ja, die Entfernung des Geschosses und das Geräusch der Zündung geben Aufschluss über den richtigen Moment. Dieser ist gekommen, wenn die Zündung aufheult und sich das Geschoss hitzebedingt verfärbt. Wird in diesem Moment X gedrückt. Bis das Geschoss, bevor es explodieren kann. Auf Deutsch das, was Zack vorhin gemacht hat. Nur dürfen wir es jetzt selber machen. Mehrfach. Und so weiter. Wenn dein Geschoss verfehlt, so explodiert es. Die Explosion verursacht keinen Schaden, doch für ein Mitglied von Soldat sollte es ein leichtes sein, sie zu verhindern. Es geht um die Ehre von Soldat. Viel Glück. Ja, es hat im Endeffekt echt nichts zu tun. Man kann sich die ganze Zeit komplett treffen lassen. Und das ändert halt nichts am Spielgeschehen. Ich glaube, man kriegt Belohnung oder sowas. Mal schauen. Ja, das hat schon mal nicht geklappt. Wow. Aha. Controller reagiert etwas spät, ich muss ein bisschen früher drücken. Also wenn man einmal das Timing raus hat, ist das kein Problem. Ich habe es auch schon mal extra vorher gespeichert und das dann so oft wiederholt, bis ich alle mal getroffen hatte. Aber wie gesagt, es hat jetzt nichts wirklich Sinnvolles an sich. Ich glaube, man kommt da einfach nur irgendein Geschenk oder sowas.
Die Angriffe haben ausgesetzt. Gute Arbeit, du hast eine Menge abgewehrt. Zudem erreiche ich die Meldung, dass der Luftangriff unmittelbar bevorsteht. Du musst dich beeilen. Genau. Und jetzt erinnert ihr euch an die leuchtenden Dinger. Jetzt haben wir die Möglichkeit... Was ist denn da schon wieder vorbei? Egal. Hoffentlich ist endlich jetzt Mutter nicht passiert. Ich muss mich beeilen. So, wir haben jetzt noch 40 Sekunden. Ich glaube, desto mehr wir abwehren, desto mehr Sekunden haben wir. Wir können hier nämlich jetzt ewig noch Zeug einsammeln. Bevor wir dann zu Angels Haus gehen. Deswegen erstmal schön alles abgrasen hier. Bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt oben an dem Dings noch was gab, aber ist halt auch nicht wichtig. Es sind halt im Endeffekt auch alles so Tränke oder irgendwelche Sachen. Ich habe unsere Situation geschildert, um etwas Aufschub aushandeln zu können. Das wird dir ein wenig Zeit verschaffen. Besten Dank, Zeng. Auch die Geschosse gerade stammten übrigens von Shinra. Für die Beseitigung von Spuren, die Shinra mit dieser Sache in Verbindung bringen könnten, wirst du eine Belohnung erhalten. Ja, ich glaube, wir bekommen einfach nur mehr Geld. Äther, Soma und eine Phönixfeder. Oh, die Phönixfeder ist immerhin ganz gut. So, jetzt könnte man nochmal rumgucken, aber jetzt sind auch die Items weg. Wir wollen aber zu Angels Mutter. Doch. What the hell did you do, Angel? Is that your idea of honor? My mother could not continue to live, and neither can the son. What are you talking about? What's going on here? I told you. You can't live on that side anymore. Angel! Angel! My friend. Do you fly away now? To a world that abhors you and I? Shut up! All that awaits you... Shut up! I'm warning you! ...is a somber morrow. No matter where the winds may blow. I don't see Sephiroth today, but... Are you game? Und eine weitere Beschwörung. Ja. Angels Mutter gestorben. Und hi, Bahamut. Oh Mann, das könnte interessant werden. Der Kampf war nämlich, soweit ich mich erinnere, etwas heftig. Alles gut ist, ich habe den Feuerangriff. Das dürfte ganz schön helfen hier in dem Kampf. Weil immer an Bahamut ranzukommen, ist echt ein Problem. Eieiei. Wobei ich jetzt natürlich fraglich bin, ob das jetzt gerade was bringt, wenn der so wegfliegt. Okay, er ist wieder auf dem Boden. Das heißt, es dürfte ihn zumindest treffen. Jawohl. So, auch ihn kann man von hinten attackieren. So. Ah ja, genau. Jetzt ist er nämlich außer Reichweite. Jetzt können wir ihn nur noch mit Zaubern attackieren. Auch nur mit Zaubern, die etwas näher sind. So, und da das Feuer jetzt auch noch aufgelevelt hat, ist das schon mal ganz praktisch. Na, verdammt. Na gut. Wenigstens haben wir ihn kritisch gerade. Und kriegen vielleicht noch Hilfe? Ich sehe Firot. Jawohl, ja. Oh, und ein ordentliches OP-Schub. Das ist... Hoher Angriff, ja. Stufe 4. Oh ja. Oh, wow. Das hat weh. Ei. Ah.
Das ist gefährlich, wenn man nah an ihn rangeht. So, wo rennt er hin? Wir gehen wieder dahinter. Okay. Dann wieder ein bisschen MP. Und draufballern auf den Typen. Jawohl, ja. Au. Komm in den Rücken. Was? Jetzt fliegt er wieder weg. Wohin? Ich sehe es nicht. Aua. Oh, yes. Und da kommt die Mega Flare. Und was eine geile Animation. Auf der PSP sieht das noch besser aus. Muss ich zugeben. Aber auch so. Ah. Rums. Meine Güte. Okay. Wollen wir mal sehen, wo haut er jetzt ab? Da hinten auf das Ding? Ja. Okay, kann ich bezaubern. Ja, okay, es macht doch mehr Sinn, sie abzuwehren. Okay, MP frei. Das heißt auch feuerfrei. So in etwa. Au. Wow, 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 wow. Das war gerade nicht nett. Jawohl. Schwertstreich, sehr schön. Here we go! Go, go, go! Ich muss aber zugeben, mit dem Kampf habe ich jetzt echt nicht mehr gerechnet. Ah, fuck. Den komplett auszuweichen ist ziemlich schwer. Ich glaube, ich bin in den kritischen Bereich gekommen. Wow. So, da müssen wir meine Phönixfeder einsetzen. Und Fakt ist, ich werde wahrscheinlich gleich noch eine einsetzen. Erstmal bin ich gerade in seinem Gegner, somit gerne mich ein bisschen treffen. So haben wir sie, da haben wir sie. Holen wir uns lieber mal den Schutzengel nochmal. Oh Mann. Der Kampf ist auf jeden Fall ziemlich heftig und schwer. Das habe ich mir schon gedacht. Allerdings, wie gesagt, dachte ich mir, dass der Kampf erst später kommt, aber ich wusste auf jeden Fall, dass der Kampf dann ziemlich schwer wird. Ob ich ihn nicht ganz so früh erwartet. Verdammt, wenn er so ausrückt, muss ich aufpassen. Zwei Phönixfedern schon benutzt in dem Kampf. Also zwei Schutzengel zumindest. Spätestens wenn er mir die letzte abzieht, muss ich auf Fernkampf versuchen zu gehen. Weil es einfach sonst zu gefährlich wird. Laserstrahlen sind schlecht zu verteidigen, wenn man nah an ihm dran ist. Uiuiui. Der Kampf kann etwas dauern.
klappt das? Treff zumindest. Mehr bringt's aber auch nicht. Oh oh. Ich kam nicht mehr zum Vita. Okay. Die Angriffe können einen aber auch anscheinend nicht umlegen. Nein, nein, nein. Fuck. Dummy nur eins. Okay, erstmal hier. Fuck, ich kam wieder nicht zum Ausweichen. Ah, Mann. Okay, jetzt könnte es blöd werden. Eieieiei. Wieder weg, darüber. Oh, ob ich den hinkriege. Bei Ifrit hatte ich ja den richtigen Zauber wenigstens. Ja, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Denn ich muss jetzt, ich glaube, ich habe jetzt nicht gespeichert, bevor ich wieder ins Haus bin. Ich weiß gerade nicht, wo ich zuletzt gespeichert hatte. Ich glaube, in der Fabrik direkt. Ja. Das heißt, ich darf hier jetzt dann nochmal einiges machen. Ich schaue nochmal. Okay, ich werde die Sicherheitsfäden nochmal noch machen. Ich werde hier die ganzen Sachen machen, die jetzt hier auch noch auf normal sind, damit ich nochmal versuchen kann, vielleicht ein Level zu steigen oder so. Denn das geht mir schon ein bisschen auf den Sack, dass mich das Ding mit einem Schlag weghaut. Ich habe aber Kunst und TP sogar mit drin, also daran liegt es nicht. Höchstens stattdessen noch das mit reinhauen, damit ich noch mehr Konstitution habe. Und hoffen, dass das funktioniert. Ja, wird wie gesagt dann im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, sobald ich dann auch die Mission gemacht habe und wir neu gegen Bahamut kämpfen. Also, bis dann.